Im Halbfinale des HVSA-Pokal standen sich am Wochenende die SG Kühnau und der HV Rot-Weiß Staßfurt gegenüber. Die eine Mannschaft hat den Aufstieg in die Sachsen-Anhalt-Liga bereits geschafft, die andere kämpft derzeit gegen den Abstieg. Auf dem Weg in das Pokalfinale hat das aber bekanntermaßen nichts zu bedeuten und dennoch war das Spiel aus Kühnauer Sicht mehr als nur ein weiterer Schritt in Richtung Double. Wer befürchtete, dass bei den Hausherren nach der gewonnenen Meisterschaft die Luft bereits raus sei, wurde schnell eines Besseren belehrt. Vor allem in den ersten 15 Minuten knüpfte die Usch in 7 mühelos an die Leistung aus der Saison an, wo bisher nur ein einziges Spiel verloren wurde. Der Verbandsligist bestimmte das Spielgeschehen nach Belieben und führte schnell 8:1. Die abstiegsbedrohten Staßfurter mussten sich vorkommen wie in einem schlechten Film. In der Liga gelangen den Gästen bisher 6 Siege und ein Unentschieden, 16 Spiele gingen verloren. Und schon wieder sah hier alles nach Niederlage aus. Doch plötzlich hatte Staßfurt mehr vom Spiel. Vielleicht waren es die schweren Beine der Hausherren, vielleicht steckte dem einen oder anderen die Aufstiegsfeier noch in den Knochen. Vielleicht aber ging es anfangs der Partie aber auch einfach viel zu leicht. Auf jeden Fall holten die Gäste Tor um Tor auf. Bis zur Halbzeit lag Staßfurt nur noch 11:13 zurück. Ein Umstand, der vor allem Kühnau-Coach Amans Uschens wenig gefallen haben dürfte. Jedes Spiel wird gespielt, um zu gewinnen, so Uschens vor dem Spiel. Was auch immer er seinen Jungs mit auf den Weg gab, Kühnau kam nach dem Seitenwechsel entschlossen zurück auf die Platte. Diesmal war es ein 7:1-Lauf, der erneut für klare Verhältnisse sorgte. Die Gäste kamen mit der offensiven Deckung der Hausherren überhaupt nicht zurecht. Die Folge: schnelle und einfache Tore. Am Ende musste Kühnau den Vorsprung nur noch verwalten, was gelang. Im Kasten sorgte nun Mike Wiese für den nötigen Rückhalt. Staßfurt hatte letztlich beim 37:24 nur kurz den Hauch einer Chance und verabschiedete sich in Dessau aus dem Pokal. Kühnau hingegen darf weiter vom Double träumen und hat ganz nebenbei die erste Standortbestimmung für die neue Liga glänzend gemeistert. Wir haben das nicht gedacht, oder war egal, mit welchen Gegner wir spielen. Das Ziel war, wenn wir sind so weit, das schaffen in die Finale. Das war das Ziel. Wir haben nicht geguckt, welche Mannschaft kommt von welcher Liga. War Ziel gewinnen heute und das wir haben geschafft. Ja, die erste Halbzeit Anfang war richtig gut. Aber ich habe vor den Spielern schon vor dem Spiel gesagt, ein bisschen ist Luft raus. Nach der letzten Woche, dass wir haben Aufstieg geschafft. Und das in der ersten Halbzeit, in dem zweiten Teil, war schon ein bisschen unkonzentriert. Ja. Wir haben gesprochen, dass wir müssen durchziehen die zweite Halbzeit und das wir haben geschafft. Und die Jungs super gespielt und einige in Abwehr. Super. Im Pokalfinale geht es gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Sachsen-Anhalt-Liga und dem Meister SV Langenwedding, die sich im zweiten Halbfinale gegen Weißenfels mit 35:27 durchsetzen konnten.